Hallo und willkommen zurück. Wir sind wieder da, Staffel 2 der Admiral Sportshow. Wir sind gut hineingestartet ins neue Jahr und jetzt bereit für euch alle, die ihr dabei seid, entweder auf YouTube oder auf Twitch. Und ich muss sagen, Kathi, es waren schwere 4 Wochen, die Ja, wir wirklich. hinter uns haben, wo wir nicht hier gewesen sind auf Sendung. Ich habe mich im Studiotisch verbracht die ganze Zeit. Es Echt? war relativ eng, Okay. klein, nur kleiner Christbaum, der da Platz gehabt hat. Skifahren ist auch nichts, aber Feuerwerk auch nur ein paar Sternspritzer. Aber Aber immerhin hast du es jetzt geschafft, jetzt wieder habe ich es zurück geschafft. in die Jetzt Show. Und voll cool, voll, wir sind geht's schon mit wieder dabei. dahin. Annika ist schon am Start, Jeanette Gremlin, Dani 88, Austrian Wizard, endlich wieder zurück, schreibt er. Und ja, wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Jeanette Gremlin schreibt überhaupt ewig schon nicht mehr hier gewesen. Also höchste Zeit, dass du wieder mit bei uns bist. Ich frage mich, wo DJ Dropkick heute geblieben Ja, ist. Der war schau ja auch mal. immer dabei. Wir kommen Mac auch an. Cheaterson auch noch. Freut sich Genau. schon auf das neue Jahr. Dem schließen wir uns voll inhaltlich an, auch weil wir wieder in diesem Jahr super Gäste bei uns begrüßen werden dürfen in der Admiral Sportshow. Und heute haben wir einige Specials für euch. Es hat sich ein bisschen was getan, ein paar neue Sachen, ein paar coole Highlights, die auf jeden Fall auf euch warten. Und natürlich ein Riesenstar von Social Media, Manuel Enrique, kommt dann, hat Millionen Fans im Netz und wird dann ein bisschen über sein Leben plaudern. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall eine coole Geschichte werden. Followermäßig komme ich zumindest nicht ganz mit auf TikTok. Aber Ja, das wird ja vielleicht noch. heute kannst du ein paar Tipps abholen. Schauen wir Und mal. natürlich gibt es auch für euch wieder was zu gewinnen. Und zwar einen richtig krassen Preis, weil es ist jetzt die erste Folge, beziehungsweise die 38. Folge gesamt von Staffel 2. Heute gibt es für einen Gewinner einen Goodie Bag, ein 100-Euro-Wettguthaben und einen Ball. Wenn das nicht einmal ein tolles Welcome Back Bag ist, So ist habe ich mir es. überlegt, dieses Wortspiel. Sehr gut. Kann Gefällt's man mal dir schon, bringen. oder? Und natürlich die große Frage, wie kann man das Ganze gewinnen? Ihr schreibt uns einfach in den Chat, worauf freut ihr euch im Sportjahr 2023 am meisten? So einfach ist es. Rein kommentieren und dann schauen wir, wer sich das Ganze am Ende dann holt. Und weil wir schon vom Chat sprechen, da gibt es ja noch etwas, was wir Genau, die heute Umfrage. besonders besprechen möchten, nämlich unsere Umfrage, die am Laufen ist, welches Thema wir denn heute durchbesprechen möchten mit euch am besten gemeinsam. Da habt ihr die Wahl, jetzt noch kurz abzustimmen, Wir können auch kurz mal reinschauen hier, wie viel was die Prozent. Technik alles kann heutzutage. Genau, also 51%. Ronaldo führt aktuell mit 50, es hat sich gerade gern 50% Transferkarussell, 40% wollen ein bisschen mehr wissen, wie es los in den nächsten Wochen. Ja, und Gareth Bale, das Ende einer Ära, aktuell nur 12%. Ihr könnt jetzt noch abstimmen, über welches Thema wir gleich quatschen. Eines wird es schaffen. Und wir quatschen indessen über unsere Highlights. So, Benny, was ist so dein Highlight im Über das, was Sportjahr uns erwartet. 2023? Ja. Ich freue mich eigentlich auf das gesamte Potpourri an dem, was der Fußball vor allem zu bieten hat, seien es dann die K.O.-Duelle in Champions League, Europa League und Co. Und natürlich auch die Admiral Bundesliga. Die wird ja auch sicherlich sehr, sehr spannend werden im Frühjahr. Da ist ja einiges, was uns auch diesbezüglich erwartet. Kathi, wie schaut es da bei dir aus? Also ich würde Tennis nehme ich mich, an, Formel 1. genau, also Formel 1 sowieso, Tennis auch, wird auch spannend jetzt dann am Montag, Australian Open. Dominic Thiem, drück mal die Daumen. Der wird da auf jeden Fall dort spielen. Andrei Rublev, ein schwieriger Gegner. Aber trotzdem, glaube ich, schafft er das, 2020 stand er dort im Finale. Das wäre das erste Highlight, aber es gibt viele heuer und vor allem, du sagst es schon, die Admiral Bundesliga. Da bin ich auch schon gespannt, wie das Ganze dann ausgeht. Wer sich dann den Titel holt, wir War lassen ja uns in den überraschen. letzten Jahren nicht immer die große Sensation am Ende, Sag aber wer niemals weiß, nie, sag niemals vielleicht ist es nie. ja heuer der Spannend Fall. bis zuletzt. Dem werden wir uns natürlich auch widmen im Verlauf der nächsten Sendungen. Dann, Genau. wir widmen uns auch natürlich, Kathi, nochmals dem Chat, bitte, da können wir Schauen wir ja auch mal, schauen. das große Ergebnis. Beenden wir jetzt diese Umfrage und Machen starten wir das. Schade, mit. dass es das Transferkarussell Tja, nicht geschafft Benny hat. hat sich Das wäre darauf auch vorbereitet großartig extra. gewesen. Aber Aber ich rede auch gerne über Ronaldo. Ronaldo hat es geschafft. CR7 natürlich. Wer Aber sonst? das ist ja jetzt nicht irgendein Thema, das wir da so hineinwerfen, sondern das ist ja eine neue Rubrik, die wir ins Leben gerufen haben. Das möchte ich schon auch dazu sagen. Und nicht irgendeine Rubrik, sondern eine ganz besondere, nämlich diese. Der Senf der Woche. Nicht irgendein Senf, sondern der Senf der Woche. So ist Ab es. jetzt jeden Donnerstag, wo ihr eben entscheiden könnt, über welches Thema wir plaudern sollten. Wir geben euch immer ein paar Auswahlmöglichkeiten und über eins werden wir dann eben sprechen, so wie heute das Thema rund um Cristiano Ronaldo und um seinen Transfer in die Wüste. Würde uns natürlich interessieren, was der Chat dazu sagt. Da Genau, schreibt's gerne. Was klicken hältst wir ihr mal davon, dass drauf. wir jetzt Ronaldo dann bald in Saudi-Arabien sehen werden? Du hast es angesprochen, er geht zu Al Nassr, soll da circa 200 Millionen Euro pro Jahr bekommen.
Das ist schon ein krasses Gehalt, würde ich sagen. War auch schon beim Training mit dabei, wurde schon gesichtet. Was sagst du dazu? Was ist so deine Meinung? Sportlich ist es kein Aufstieg, also das ist, glaube ich, klar, dass das jetzt nicht die große Liga ist, in der man einen Ronaldo vermuten könnte. Andererseits der Zenit wohl auch schon überschritten. Portugal nicht mehr Stammspieler, bei Menio ist es auch nicht ganz nach Plan gelaufen. Aber für die Liga an sich und für den ganzen arabischen Raum in Sachen Fußball ist es natürlich eine super Bereicherung, die ganze Sache mit Ronaldo. Man hört ja auch, vielleicht Messi, gibt es ja auch das Gerücht, wäre etwas fürs Transferkarussell gewesen. Genau. Der soll ja 300 Millionen Euro Angebot bekommen haben. Wäre natürlich spannend, wenn es die ganzen Starspieler in Richtung Saudi-Arabien gehen. Also wir lassen uns da auf jeden Fall überraschen. Nationalteam Portugal hast du auch schon angesprochen. Der neue Trainer sagt jetzt, er schreibt Ronaldo aktuell nicht ab, allein auch aus Respekt ihm gegenüber. Man wollte da einfach mal Gespräche führen, weil ich finde, Portugal ohne Ronaldo, das fühlt sich nicht richtig an, finde ich. CR7 Wüstenfuchs, schreibt Kevin Fröhlinger. Genau, so ist es. Saudi-Arabien für mich uninteressant, schreibt Daniel. Er Mal bleibt sehen, was eine er. Legende, schreibt Pipstrem, und ja, daran Unantastbar. Aber er war sich kann ich selbst, nur glaube ich, zustimmen. gar nicht ganz sicher, wohin er überhaupt gewechselt ist. Zumindest haben wir da auch einen Tweet in diese Richtung vorbereitet. Er hat ja bei der Antrittspressekonferenz gesagt, dass er sehr froh ist, in Südafrika zu sein und dass das noch nicht das Ende seiner Karriere ist. Vielleicht ist Kann ja Saudi-Arabien mal das Ende passieren. seiner Karriere, man weiß es nicht. Aber frei nach Andy Möller eben, egal ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, ob Kapstadt oder Rio, Riad, Hauptsache ja, Südafrika. Ja, werden wir Sagen wir dann so. sehen, was uns erwartet. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt auf seine ersten Einsätze. Al-Hilal versus Al-Nasr, El Clasico. Wirklich, Das wäre was. das wär's. Da freuen wir uns aber, glaube ich, auch schon eher so wie Dominik Putz auf die Rückrunde der Admiral Bundesliga. Ist, glaube ich, etwas, das uns mehr liegt, oder? Wie sehr verfolgst du denn die arabische Liga? Naja, jetzt, wenn Ronaldo spielt, werde ich mir definitiv da mal was anschauen. Sagst du das jetzt so oder ist es auch so? Nee, es ist so. Schon. Natürlich. Ich glaube, alle, die ganze Welt wartet auf seinen ersten Einsatz dort. Deswegen sind wir jetzt alle schon gespannt, wie er sich schlagen wird, was passieren wird. Keine Ahnung. Ich meine, es ist CR7, es ist eine Legende. Da kann ich mich einfach nur den Pippi oder wie er hieß anschließen. Muss man einfach sagen. Es ist CR7. Money never sleeps für Ronaldo. Ja, Ja, und in also. der Zeit, in der wir über ihn gesprochen haben, hat er wahrscheinlich schon ein drittes Mal ausgesorgt, aber soll so sein. Wir haben ja Gott sei Dank genug andere spannende Themen, über die wir auch noch sprechen können in der nächsten Zeit. Und dann haben wir den Senf der Woche schon abgeschlossen für heute. Dann würde ich sagen, kommen wir endlich zu Dramatisch unserem schnell ist es gegangen. Stargast Manuel Enrique. Jetzt ist er bei uns, kommt zur Admiral Am Weg zu uns. Sportshow. Yes, kommt er gerade backstage zu uns ins Studio. Ein Social Media Star. Hi, schön, dass du da bist. Servus, hi. Hallo, liebe Leute, ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein. Einmal ein Sü für Ronaldo. Ja. Ist ja auch Team Ja. Ronaldo, ne? Wissen Ja, wir. definitiv. Aber magst du Weil? dich, oder ja, genau, weil? Warum? Einfach mein Typ. Also sehr groß, gut gebaut, immer Vorbild gewesen, seitdem ich als kleines Kind Fußball gespielt habe. Aber, und bevor wir über deine Tätigkeiten als Content Creator auch genauer sprechen, Manuel, du hast zuletzt feststellen müssen, dass Messi und Ronaldo gleich groß sind, wenn man es mal aufgrund der fußballerischen Leistungen beurteilen möchte. Ich Genau, hätte also. vorgeschlagen, wir sprechen gleich drüber und schauen es uns zuerst kurz an. Lionel Messi. Er hat es einfach geschafft. Ich als lebenslanger Ronaldo-Fan hätte niemals gedacht, dass ich jemals sowas sagen werde, aber er hat es geschafft. Messi ist jetzt einfach gleich gut wie Ronaldo. Krass, oder? Messi hat es geschafft. Ja, er hat's geschafft. Was sagst du dazu? Ja, also erstmal gratuliere an Messi für die WM, aber als lebenslanger Ronaldo-Fan heißt die WM trotzdem nicht so. Es gibt halt auch die Champions League und da bleibt man trotzdem dem Ronaldo treu. Was sagst du zu seinem Wechsel? Also zu seinem Wechsel, ja, einerseits verstehe ich es schon wegen dem Geld auf jeden Fall, aber dann ist halt auch die Sache, wie viel Geld hat er eigentlich schon und Stimmt. aber man muss ihn halt eben auch verstehen, weil er jetzt nicht wirklich die Einsatzzeiten bekommen hat, die er sich erwartet hat und er halt wirklich schon am Ende seiner Karriere ist. Deswegen, ja,
wenn er wird sicher wissen, was für ihn das Richtige ist. Und der Wechsel war auf jeden Fall nötig für ihn von Manchester, weil da hat er ja in der einen Show von Piers Morgan ja auch sehr viel drüber geredet. Und vor allem Ronaldo, wenn wir zum Thema Social Media gleich kommen, ist er, glaube ich, der mit den meisten Followern im Netz, oder? Auf Instagram, ja, die auf Seite. Also von einem Social Media Star zum nächsten. Magst du mal erzählen, wie kam es dazu, heute Millionen Fans im Netz? Wie war da der Start bei dir? TikTok kennt dich ja schon, glaube ich. Du hast das Spiel TikTok durchgespielt, kann man sagen, mit 1,3 Millionen. TikTok, Followern, Instagram, Snapchat hast du auch mal gesagt. Für alle, die auf YouTube oder Twitch heute dabei sind und dich nicht kennen sollten. Einerseits eine Schande. Und zweitens, stellst du dich jetzt dann bitte kurz vor. Genau, also wie meine ganze Reise auf Social Media begonnen hat, war eigentlich, wie ich 12, 13 war, wo ich begonnen habe, wirklich YouTube viel zu schauen. Also ich bin immer von der Schule nach Hause gekommen und habe begonnen, einfach YouTube-Videos zu schauen und war urfasziniert von dem Ganzen, wie das ist, so vor der Kamera zu sein, Videos zu machen und dass die halt auch davon leben. Das hat mich halt auch so urfasziniert. Und da habe ich einfach schon so ein kleines Interesse entwickelt. Nur habe ich mich nie wirklich getraut zu starten, weil ich eben nicht die Erfahrung habe mit 12, 13, was vielleicht noch besser gewesen wäre für meine jetzige Situation. Aber mir geht's trotzdem gut, jetzt auch. Und dann mit 18 habe ich begonnen auf TikTok. Zuerst mal mit meinem deutschsprachigen Kanal, weil ich bin deutschsprachig und englischsprachig auf TikTok unterwegs. Und den Kanal habe ich jetzt schon seit 3 Jahren, habe eigentlich so den ersten richtigen Schub nach oben nach 11 Monaten gesehen, wo ich begonnen habe, mehr nischenspezifisch zu posten. Und ja, so hat meine Reise gestartet mit 18 auf TikTok und jetzt bin ich 20, bald 21. Und in 2 Wochen. Ja, genau. Gut dabei noch immer. Also Riesenkarriere. Gerade mal 20 Jahre alt, das ist ja eigentlich eine tolle Leistung. Also war das immer schon so ein bisschen der Traumberuf von dir, oder? Ja, also ich wollte immer eigentlich schon berühmt sein in irgendeiner Hinsicht. Also ich habe schon auch als kleines Kind, wie ich 6 war, habe ich Justin Bieber Lieder gesungen, weil mich das so fasziniert hat, dass er, weil da war er, glaube ich, 14, 15, glaube ich, auf der Bühne gestanden ist, vor so vielen Millionen Menschen performt hat und die ihn einfach alle so geliebt haben oder nicht geliebt haben, aber einfach diese Reichweite, die er hat, das hat mich irgendwie so, wow, ich war einfach voll geschockt von dem. Wunderbare Frage von Austrian Wizard an dich, Manuel. Passt dazu, weil wir auch schon über Ronaldo und sein Gehalt gesprochen haben. Wie viel hast du bis jetzt mit TikTok verdient? Boah, also mit TikTok verdient man ja, wie viele wissen, in Österreich gar nichts eigentlich, weil TikTok hat in Österreich keine an sich Monetarisierung, wie es jetzt zum Beispiel YouTube hat. Auf TikTok habe ich jetzt eigentlich nur durchs Livestreamen Geld verdient oder durch Werbung, die ich, also durch Kooperationen. Und ja, aber leider auf TikTok ist in Österreich nicht die Möglichkeit. Ich glaube, es ist nur in 7 Ländern auf der Welt oder so möglich, dass man durch Klicks Geld verdient, aber nicht bei uns hier. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, Million Follower ist gleich Millionär. So stellt man sich ja von außen nein. vor. Millionär in Sachen Follower eben. Ja, Millionär in Sachen Follower auf TikTok, aber von Millionen spricht man dann auch nicht. Aber würdest du sagen, verdienst du dann, also jetzt ohne jetzt Zahlen zu nennen, klarerweise, aber dass du sagst, auch gerne mitzahlen. Oder schon mehr jetzt wie so ein durchschnittlicher Beruf, so ein normaler Beruf, oder ist das irgendwie, wie kann man das einschätzen? Ja, also definitiv besser als ein durchschnittlicher. Also ich bin auch derzeit wirklich extrem zufrieden und es ist wirklich ein schneller Wechsel gekommen von dem, so eigentlich, wo ich mit auf YouTube umgestiegen bin. YouTube ist, finde ich, die Plattform, wo man wirklich davon am meisten leben kann. Das war, ist auch, glaube ich, auch den meisten bewusst, weil halt immer, man klickt auf ein Video, kommen 2 Werbungen, dann je nachdem kommen in ein Video Werbungen. Und YouTube ist halt auch durch die Kurzvideos, das halt, was mein Spezialgebiet sozusagen ist, bei mir richtig begonnen hochzugehen und da habe ich halt einfach auch diese finanzielle Freiheit so bekommen dann. Aber von TikTok war nicht so, außer von Livestreamen, wie gesagt. Aber Zeit nimmt, nehme ich an, sehr, sehr viel in Anspruch, auch auf TikTok. Ich habe mich da durchgescrollt und ich hätte, glaube ich, gestern beginnen können und würde noch immer weiter scrollen. So viele Videos hast du da schon hochgeladen. Wie viel Zeit verbringst du da am Tag oder in der Nacht damit?
Also ich bin derzeit, mein Schlafrhythmus ist, da ich auch viel Englisch poste, sehr, sehr durcheinander. Also ich versuche, ich sage immer, ich versuche um 2 schlafen zu gehen, aber da ich halt viel arbeite wegen YouTube, wird es dann meistens 3, 4, aber ich schlafe dann eh lang genug. Und ja, also posten, glaube ich, habe ich auf meinem englischen TikTok-Account mittlerweile in einem Jahr jetzt 300, 400 Videos. Und auf meinem deutschen Account über 2000 oder so. Und ja, das nimmt schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Also TikTok weniger, weil TikTok, finde ich, ist eher eine Plattform, wo es um dieses kurze, schnelle und einfach rausbringen geht. Das ist halt, was bei mir so vorkommt. Wenn ich ein Video einfach zum Beispiel beim ersten Versuch schaffe, kommt das meistens am besten an. Vielleicht ist das nur so ein Aberglaube, aber oft bin ich so, ah, erster Versuch, okay, vielleicht. Ich bin noch nicht so zufrieden, aber posten wir es mal. Vielleicht ist das doch gut. Und vielleicht, was mehr real ist, oder? Ja, wenn man es genau. Nicht dann so gestellt macht. Vielleicht auch kurz zu den Schattenseiten. Du hast Millionen Fans im Netz, aber ist es irgendwie so, dass du manchmal das Gefühl hast, dass man nicht weiß, wie man dann vertrauen kann? Oder mag der mich wirklich? Oder nur weil ich berühmt bin? Hast du das auch manchmal? Ja, das habe ich oft. Und deswegen habe ich auch viele Freunde sozusagen eher auf die Seite gegeben, weil die am Anfang das gar nicht unterstützt haben. Aber das hört man eigentlich von jedem, der erfolgreich ist, im Normalfall, dass die meisten Leute das nicht am Anfang unterstützt haben. Und da muss man halt einfach durch und dann wissen, wer für einen da war, auch wenn jetzt die Familie nicht von Anfang an das voll unterstützt, weil es halt auch ein anderer Weg ist, als die Eltern vielleicht wollen. Aber trotzdem, so Familie ist immer da und die engsten Freunde, die bleiben dann auch. Aber so der Großteil kommt dann halt wieder, so, ah, weißt noch, wir waren mal in der Schule zusammen oder kennst du mich noch vom Fußballverein oder so. Ja. Das Stichwort Familie ist auch ein gutes Thema für meine nächste Frage, weil du natürlich bei der jungen Zielgruppe, nehme ich an, sehr, sehr beliebt bist. Die wären am liebsten alle du wahrscheinlich. Wie erklärst du jetzt aber jemanden, der 60 plus oder was auch immer ist, was du da machst? Also da gibt es ja eher kritische Stimmen, nehme ich an. Ja, also es geht voll da. Meine Oma, die ist ein Mega-Fan von mir, also die schaut wirklich alles. Also jedes YouTube-Video, was kommt, jedes YouTube-Short, also YouTube hat sie, Insta und so hat sie jetzt nicht. Also ist sie jetzt auch dabei? Könnte sein. Ich habe den Link geschickt, vielleicht ist sie dabei. Müssen wir sie grüßen an der Stelle. Also, liebe Grüße an dich, Omi, wenn du da bist. Sehr cool. Ja, also für 60 plus ist es halt schon schwer zu erklären. Also 60 plus, es ist auch 30 plus. So viele wissen einfach nicht, was das eigentlich alles ist. Und auch voll verständlich, weil vielleicht weiß ich auch nicht in 20 Jahren, was, wenn ich Kinder habe, so was die machen, denke ich mir, boah, die sind so blöd, die müssen das dann mal machen. Aber ich finde es gut, dass jetzt so wie meine Oma offen mit dem umgeht und sich denkt, ja, solange er Spaß hat und so, da ich halt auch meinen Abschluss habe, den, mit dem sie sich mehr gewünscht hätte, dass ich das vielleicht gemacht hätte. Aber ja, sie unterstützt mich trotzdem und ich glaube, für 60 plus gibt es halt auch sogar einige Creator draußen, die das machen. Und das finde ich auch extrem cool, dass so über 60-Jährige jetzt auf TikTok aktiv sind und so. Voll, also quasi für jede Schiene gibt es irgendwie jemanden, der das macht. Du bist ja auch vorher beim Herkommen, hast du gesagt, ein Fan hat dich erkannt und wollte helfen, herzukommen und so. Wie ist das, wenn man plötzlich auf der Straße erkannt wird, wenn einem fremde Leute ansprechen? Ja, eigentlich finde ich es voll cool. So, also es kommt immer drauf an. Aber wenn ich jetzt mittlerweile rausgehe, dann werde ich, ohne jetzt irgendwie so cool rüberzukommen, überall erkannt. Also sei es jetzt, ob ich um 20 Uhr bei mir im Bezirk spazieren gehe mit Kapuze, so noch versteckt extra, weil ich gerade einfach nur Musik hören will und spazieren gehe. Aber ja, jetzt am Weg her auch ein Fan erkannt. Und mich freut das immer, wenn die herkommen und sagen, ich schaue deine Videos und so. Ist halt auch nicht immer, dass positives Feedback kommt. Also es kommt auch manchmal ein Hater sozusagen auf einen zu und sagt dann, ja, deine Videos sind voll cringe, so das Wort, was jeder eigentlich mittlerweile verwendet.
Aber mir ist das ziemlich egal. Also ich schaue nur auf das Positive so. Und wenn so einer kommt, meistens ignoriere ich das oder ich denke mir einfach so, hey, trotzdem voll cool, dass er seine Zeit so in mich reinsteckt. Stimmt, dass wir mit den Hate-Kommentaren, weil die pushen auch den Ja, Algorithmus am genau. Ende. Kathi kennt sich aus mit Reichweite. Dani 88 oder 88 oder wie auch immer schreibt, soweit es Spaß für dich macht, dann ist alles super. Genau. Unterschreibst du so nämlich an. Genau. Also ich finde, es soll Spaß machen auf jeden Fall. Also auch wenn es mal nicht Spaß macht, bin ich derjenige. Manchmal muss man auch Sachen dann machen, die keinen Spaß machen, weil ich kann jetzt auch nicht sagen, ich bin so müde und so, ich will nur schlafen. Manchmal muss ich dann halt mich auch dazu zwingen, die Videos zu drehen, auch wenn ich gerade nicht Lust habe. Und im Nachhinein denke ich mir so, ich habe halt die Möglichkeit, das zu machen und das ist dann cool, dass ich dann trotzdem aufgestanden bin und Videos gemacht habe, so. Jetzt ist TikTok natürlich jetzt der Überrenner, klar, und auch mit 1,3 Millionen Followern ganz ordentlich, glaube ich, deine Performance. Dennoch, TikTok ist schnell gekommen, könnte natürlich auch schnell wieder gehen. Was würdest du dann machen? Normalerweise eine klassische Stehsatzfrage, aber in dem Fall denke ich auch, braucht man auch einen Plan B, oder? Ja, also für mich gibt es generell gar keinen Plan B. Also ich bin immer nur, wenn Plan A nicht geht, dann gibt es einen neuen Plan A. So, aber so, Kalenderspruch. ja, also es gibt jetzt keinen anderen Weg, den ich mir im Hintergrund irgendwie ausdenke. Deswegen, wenn jetzt TikTok nicht da ist, was bei mir sogar schon fast passiert ist, auf meinem englischen Account wurde der Account für 5 Minuten deaktiviert, aber da habe ich mich einfach wieder. Also einen Einspruch erhoben und wieder neu eingeloggt und dann war ich auch wieder drinnen im Account, also ging eh wieder schnell. Aber wenn es weg wäre, ja, wäre ich jetzt auch nicht so traurig, weil ich habe meinen englischen Account 100.000 Abonnenten in 8 Tagen gemacht. Wie? Und Das frage ich mir, wie schafft man das? ja, man muss halt wissen, was funktioniert erstmal. Also man muss erstmal rausgefunden haben, die Leute, die man erreicht, was die schauen jetzt mal so. Um wieder in eine neue Nische zu kommen oder einfach nur einen Trend nachzumachen, ist ja nicht so, dass ich sagen kann zu meinem Papa, hey Papa, schau, dass der virale neue TikTok-Tanz, wenn du den machst, bist du der nächste Khaby Lame oder so, so größter TikToker. Und ja, also für mich war es relativ leicht mit dem englischen Account, da ich halt wusste schon, was auf TikTok funktioniert von meinem deutschen Account. Ich habe dann bei meinem ersten Video auf Englisch einfach nur ein 1 Millionen Video oder so auf Englisch übersetzt. Und das Video hat 8 Millionen Aufrufe, das erste. Krass. Und dann war das halt wirklich schon so ein richtiger Schub nach oben. Und seitdem ist wirklich im englischsprachigen Raum also richtig abgegangen, weil mein deutschen Account habe ich nach 5 Monaten überholt, was eigentlich so über 2 Jahre Arbeit war. So, ja. Aber die wichtigste Frage, Entschuldigung, ist, wann Manuel mit Oma Manuel zusammen auf TikTok zu sehen ist. Ja, sehr die Idee. Das Ja, würde Reichweite vielleicht bringen. Und mal. glaub mir das, ich habe 46 Follower auf TikTok. Ganze Das, 46. ich spreche aus Erfahrung. Ja, Der Ganze. also auf TikTok weiß ich noch nicht, aber auf YouTube war sie in einem meiner letzten Videos kurz zu sehen, wo ich Weihnachtskekse, also 24 Stunden nur Weihnachtskekse gegessen habe. Aber du Als bist. Livestream, oder? Nein, also Ach so, als okay. normales Video. Aber du bist ja auch Krass. ein Regelbrecher sozusagen auf Social Media, teilst das auch mit und deswegen schauen wir uns das jetzt auch kurz noch an. I'm going to break 100 rules in the next 24 hours. Sehr cool. Wie oft wird man da blöd angeschaut? Also, ich glaube, da gibt es gar keine Zahl so, weil speziell jetzt in Österreich, wie man weiß, auch Wien wurde ja als unfreundlichste Stadt der Welt also benannt. Und deswegen hier auf jeden Fall, egal wo man mit einer Kamera geht, man wird blöd angeschaut. Also egal was man macht, die Leute sind halt hier nicht so offen für das, beziehungsweise für Videodrehs generell, wenn sie zu sehen sind, was auch voll verständlich ist. Aber ich denke mir, ja, wenn ich in Amerika bin oder wo ich in Spanien war und ein Video gedreht habe mit
anderen Menschen habe ich 30 Minuten für ein Video gebraucht, und wo ich in Wien war und dann Leute gefragt habe, ob sie im Video sein wollen oder ob das okay ist, hat das 6 Stunden gedauert. So. Weil halt jeder dann, na doch nicht, und wenn der das sieht. Mm, und so. Der Vibe ist ein bisschen anders, weil wo ich jetzt in London war, war ich glaube ich gefühlt in 1000 Instagram-Stories, weil alle gleich sofort das Handy rausholen, wenn irgendwas passiert. Und das finde ich halt auch richtig cool, und vielleicht wird sie noch ein bisschen offener dann bei uns. Aber könntest du dir vorstellen, irgendwann auszuwandern? Ja, definitiv. Also ich habe jetzt auch am Montag schon meine nächste Reise, steht bevor, in die USA wieder. Und darauf freue ich mich extrem. Aber wo genau ich auswandere, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber wir haben jetzt die Schlagzeile, Manuel Enrique wandert aus, oder wie? Ja, also ich habe es eigentlich schon vor. Also auswandern ist jetzt so ein großes Wort sozusagen, aber ich bin eine Person, die gerne unterwegs ist, viel reist, und deswegen, ja, denke ich, ist das möglich in den nächsten 1 bis 2 Jahren oder vielleicht dieses Jahr schon mal. Vor allem auch aufgrund des Wiener Grants, weil Pips Trem auch schreibt, Wiener Grant for the win. Er wird sich übrigens dank dir, Kathi, umbenennen auf Pippi, nachdem du ihn zuvor so benannt hast. Sei nur so nebenbei noch erwähnt an Sorry dieser Stelle. For that. Aber kommen wir von Amerika nach Österreich, nämlich zur Admiral Bundesliga. Welche Mannschaften magst du bei uns? Boah, also Admiral Bundesliga habe ich schon so lange nicht mehr geschaut, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht, dass die Admiral Bundesliga heißt. Das ist die passende Antwort in der Admiral Sportshow. Also ich habe das letzte Mal österreichischen Fußball geschaut. Ich weiß gar nicht, wie er die... Jetzt draußen. Ja, jetzt auf jeden Fall wieder. Aber welche Mannschaft ich früher supportet habe, war zuerst Rapid und dann zufälligerweise Austria-Fan geworden. Wie kommt das? Mir wurde ein Rapid-Jahres, also so ein Jahresticket geschenkt für mich und meinen Papa, und da sind wir oft ins Rapid-Stadion gegangen. Aber dann gab es einige Freunde, die bei Austria gespielt haben, und dann war ich irgendwie so, ich finde Violett von der Farbe doch irgendwie cooler als Grün. Und dann war ich öfters bei Austria-Matches auch. Eine fundierte Auswahl aufgrund der Farbe. Ja. Aber du hast ja selbst auch Fußball gespielt, hast du uns im Vorgespräch erzählt. Genau. Und auch, oder vor allem aufgrund der Corona-Pause, bist du dann zu deiner jetzigen Tätigkeit gekommen. Ja, also ich habe schon vor Corona begonnen, also im Anfang 2020, genau vor 3 Jahren jetzt eigentlich, meine ersten Videos. Und dann Ende 2020, da wo dann der große zweite Lockdown gekommen ist, war bei mir einfach die Frage so, okay, was will ich jetzt wirklich machen im Leben, weil Schule ist schon fertig und Zivildienst ist jetzt gerade. Deswegen war für mich, Fußball ist sowieso eigentlich nur mein Nebenbei, und es nimmt halt so viel Zeit weg, weil ich habe im Zivildienst, bin ich um 4 Uhr aufgestanden, habe mir Essen vorbereitet, bin um 5 Uhr ins Fitnessstudio gegangen, bis 7 trainiert, um 8 Uhr in die Arbeit, um 16 Uhr fertig, nach Hause gekommen, kurzzeit TikToks gemacht und dann ins Fußballtraining und sofort wieder schlafen. Mhm. Früher um 4 Uhr aufgestanden, jetzt um 4 Uhr liegen gegangen. Ja, genau. Cedric Rust schreibt, die Auswahl der Mannschaft von Enrique ist fast so wie meine Tipps beim Sixpack, also wie meine Tipps. Ich möchte da, ich glaube, das ist der Community Rust, oder? Hm? Dieser Cedric Rust, den hatten wir schon mal im Chat. Das kann sein, ja. Aber der möchte meine Tipps kritisieren, die sind unkritisierbar, weil immer gut. Nur leider ist jetzt kein Admiral Bundesliga Sixpack momentan noch, aber der geht ja im Frühjahr dann. Das sehe ich oder wieder. Ich drücke das Wasser in die Daumen. Ja, danke. Aber ich bräuchte es eigentlich gar nicht. Ich müsste eher dir die Daumen drücken. Ja, vielleicht. Ganz sicher. Ein Highlight habe ich schon erlebt, schreibt Ramon, und zwar Darts WM-Finale, angesprochen auf unser heutiges Gewinnspiel, das es ja gibt. Da können wir natürlich auch gerne noch einmal darauf hinweisen, dass ihr heute die Möglichkeit habt, 100 Euro Admiral Wettguthaben zu gewinnen, inklusive Admiral Bundesliga Ball und inklusive Goodie Bag. Also alles, was das Herz begehrt, gibt es heute zu gewinnen. Die Frage steht schon irgendwo ganz oben im Chat, aber wir können sie auch gerne nochmals wiederholen. Schreibt uns einfach euer Sporthighlight, das in diesem Jahr ansteht, in den Chat hinein, wo wir natürlich nach wie vor schauen, ob ihr auch Fragen habt. Hast du irgendein sportliches Highlight, auf das du dich heuer freust? Den Super Bowl eigentlich, weil ich in Amerika bin und ich bin am Überlegen, für ein YouTube-Video mit einer coolen Challenge hinzufahren, aber ohne Geld.
Okay, und dann schaust du quasi, wie weit du kommst dann. Ja, also wie Nice. weit ich von Los Angeles, weil ich glaube, der Super Bowl ist in Arizona dieses Jahr, schaue ich, wie weit ich von dort komme, beziehungsweise was ich machen muss, um zum Super Bowl zu kommen und wie ich Geld verdienen kann, um ein Ticket dann überhaupt zu bekommen, weil, wie man weiß, sind die Tickets sehr teuer. Okay, war coole Idee. Machst du Nice. auch mit? Ja, ich schaue zumindest zu von Österreich aus. Okay, passt. Das ist ja fast das Gleiche in diesem Fall. Und Champions League auf jeden Fall. Also Champions League bin ich auch gespannt dieses Jahr. Real mein Favorit so. Ja, über internationalen Fußball werden wir dann auch in Kürze noch sprechen. Ich habe noch einen kurzen Wordrap vorbereitet, dass du mir ganz kurz ein paar vervollständigte Sätze entgegenwirfst als Content Creator. Also, was wir jetzt genau? Vervollständig mir den Satz bitte einfach. Was deine erste Intuition ist zu diesem Thema? Zu So dem, wie was als ich dir Content sage. Creator bin ich 24/7 im Einsatz Oh, beispielsweise. okay. Als Content Creator bin ich 24/7 am Arbeiten. Sehr fleißig. Ja. Lästig ist am Content Creator sein. Gar nichts. Nicht einmal die negativen Fans, von denen die Nein. Rede war. Aber Über wegen der Reichweite. Ja, die genau, pushen über. dich ja auch, Ja, das ist ja ja. das. Nein, also das ist wirklich gut. Die negativen Kommentare sind auch gut, weil man fragt sich dann immer, wenn die Zeit darin investieren, so in dich, bist du ja anscheinend eine sehr interessante Person so. Wenn sie stehen bleiben, einen Kommentar schreiben und Vor allem, man will ja auch polarisieren, sonst wäre es ja ja. auch langweilig so. So reden die Leute dann über dich und dann kommt die Aufmerksamkeit. Bist du die heimliche Beraterin von Ich hole mir die meinen? Tipps hier, weil Ach ich so. ein Ja, aber du Profi hast habe. weniger Follower auf TikTok. Ich will es Noch. nur gesagt haben. Schau mal. Ohne Weniger Smartphone. als du oder als er? Oh, Ich habe, das klären wir glaube ich, nachher. schon mehr als 43, aber okay. Ja, ich habe auch mehr als 43. 46. Ohne Smartphone. Ohne Smartphone wäre ich arm. Wie viel Zeit verbringst du am Tag am Smartphone? 8 Stunden. Das geht aber, oder? Da bei mir ist, ich tue speziell die ersten so 6, 7 Stunden nach dem Aufwachen gar nicht ins Handy eigentlich schauen. Also ich wach auf, mache mir mein Frühstück und gehe ins Fitnesscenter. Und im Fitnesscenter schaue ich erst recht gar nicht ins Handy. Und da, also danach dann so ab 17 Uhr sage ich immer, weil ich halt eben, wie gesagt, eh bis 2 Uhr in der Nacht so wach bleib. Bin ich eh sowieso lang am Handy dann. Aber so rein auf Social Media bin ich gar nicht so viel. Kannst du im Fitnessstudio in Ruhe trainieren oder bist Ja, du da auch genervt, unter also Anführungszeichen? ab und zu schon, da ich jetzt ab und zu ins Gold's Gym gehe und da sind halt auch mehr jüngere Leute, aber es gibt auch ein anderes Studio, wo ich jetzt bis vor Jahresende noch angemeldet war, also da durch meine Reise jetzt nicht mehr dabei. Dort ist eher angenehmer, aber wenn ich jetzt in ein McFit gehe oder Gold's Gym, Fitin und so, dort ist halt dann öfter so mal ein Foto oder einmal wurde ich auch richtig so wie sozusagen geärgert, da haben die meine Videos die ganze Zeit nebenbei so angeschaut und ich dachte mir so, boah, die traini sollten eigentlich trainieren, aber schauen meine Videos so nebenbei und versuchen mich irgendwie so nachzuäffen. Eigentlich so voll cool, dass man so interessant ist, dass man sein Training sozusagen auf die Seite schiebt für eine andere Person, so Für ähnlich. dich. Ja, für mich. Das ist die richtige Einstellung. Ja. In der Früh, das kann ich mir ersparen, weil in unserer Früh schläfst du ja noch. Ja. Meine Follower abschließend. Meine Follower sind die besten Supporter auf der Welt. Eine Liebeserklärung in der Admiral Sportshow, so soll es sein. Hörst du Podcasts auch im Fitnessstudio? Beim Trainieren nicht. Beim Trainieren ist bei mir Action. Was hörst du da so? Hardstyle eigentlich. Ja. Aber der Podcast der Admiral Sportshow wäre auch die pure Action. Kann ich dir Den ans Herz legen? beim Cardio auf jeden Fall. Weil beim Hast du schon Cardio habe immer ich gemacht, genug Zeit, wahrscheinlich. ja. Wenn ich Cardio mache, habe ich immer schön 1 Stunde Zeit und kann nebenbei schön den Admiral-Podcast schauen. Sehr gut. Ja, das empfehle ich dir dann auch für die kommenden Wochen. Kannst du dir dann immer reinziehen. Auch aus Amerika. Natürlich. Ganz genau, weltweit.
Zum Aufwachen. Zum Aufwachen. Immerhin besser, du sagst zum Aufwachen und nicht zum Einschlafen. Nicht zum Einschlafen übrigens auch ein schönes Stichwort für das, was uns auch in den nächsten Tagen erwartet, wenngleich natürlich die Hausmannskost noch nicht punktemäßig verwertet wird. Da dauert es ja noch ein bisschen, aber international ja trotzdem noch etwas los. Zum Beispiel heute noch Premier League, Fulham gegen Chelsea, Nachtragsspiel und zugleich auch Topquoten Donnerstag. Da haben wir auch die Quote eingeblendet. Ihr seht es jetzt. Und auch ansonsten einiges los. Englischer Fußball auch für dich ein Thema? Ja, eigentlich schon. Finde ich eigentlich die coolste Liga so von allen. Chelsea-Fan, Fulham-Fan? Eher durch Haaland finde ich Man City eigentlich schon sehr, sehr interessant. Also ich mag den Spieler voll, Haaland. Schon seitdem er bei Salzburg war. War ich richtig fasziniert von ihm, was für ein Talent er eigentlich ist. So. Also du hast sehr geschaut, die Admiral-Bundesliga, ja, in letzter Zeit. Ja, heimlich. Heimlich. Besser heimlich als gar nicht. Aber die Blues mit ordentlich Problemen auch zu kämpfen. Ob es da die richtige Entscheidung war, Thomas Tuchel rauszuwerfen, das sei ein anderes Thema, für das wir heute leider gar nicht mehr die notwendige Zeit haben. Aber wir haben noch Zeit, um auf das zu schauen, was auch morgen noch am Programm steht. England zum Beispiel, Aston Villa gegen Leeds United, Quote auf Leeds 3,95. Jesse Marsch, auch Ex-Salzburger, jetzt Verstärkung mit Maximilian Wöber, auch Ex-Salzburger. Christensen ohnehin schon dort, auch Ex-Salzburger. Selbiges auch gilt für Brandon Aaronson und ansonsten auch noch Fußball aus Italien und Spanien, der uns da am Wochenende erwartet. Kathi, was erwartet uns im Chat? Im Chat erwartet uns einige Tipps, wie das Ganze ausgehen wird heute und morgen. Was haben wir da noch? Genetic Gremlin schreibt Haaland King, da können wir uns ja nur anschließen. Norwegische Tormaschine. Ja, ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Ja. Magst du es anteasern? Ja. Ein neues Highlight. Hier ein neues Highlight. Das zweite Highlight nach dem Senf der Woche. Wir haben uns ein neues Spiel ausgedacht, das wir am Ende jeder Show bringen werden. Und das heutige, das wir auch jetzt wieder jeden Donnerstag machen werden, das heißt so. Das einfach live an der Sportshow gehen mit unseren tollen Gästen, die zum Schluss nochmal alles geben müssen, um dann in einer Tabelle zu landen. Ich wiederhole es nochmal langsam. Noch mal für alle. Oder hast du es dir gemerkt? Ich weiß, wie es heißt, aber vielleicht ja, bitte. Das einfach leibernde Sportshow-Game mit unseren tollen Gästen, die zum Schluss noch einmal alles geben müssen, um am Ende in einer Tabelle zu landen. War nicht ganz so schnell wie die Stimme aus dem Off, aber fast. Beim nächsten Mal dann. Wie ärgerlich bist du bei sowas, bei so Spielen? Schon sehr ärgerlich. Aber du weißt ja noch gar nicht, was dich erwartet. Aber es ist nichts Dramatisches, es tut nicht weh, hoffe ich halt. Und zwar haben wir einfach 20 Sekunden, die wir dir dann an Zeit geben werden, in der du deine Eindrücke von deinen Besuch hier bei uns im Studio zusammenfasst, zum Beispiel super Fragen, komplett dumme Fragen, was auch immer. Je mehr Punkte du aufzählen kannst, desto mehr Punkte bekommst du eben. Genau, einfach Begriffe, 20 Sekunden. Und das Coole ist, du kannst quasi den Highscore jetzt vorlegen, weil es ist das erste Game. Wir starten da frisch rein. Und du könntest quasi die Messlatte jetzt sehr hochlegen. Also, aber du kannst auch noch dich kurz sammeln davor, wenn du möchtest. Wir haben auch einen Timer vorbereitet natürlich, der die 20 Sekunden runterzählt. Wenn du dann bereit bist, dann geben wir das Startsignal. Und wir müssen mitzählen, das dürfen wir nicht vergessen. Oder wir fragen die Regie. Okay. Die Regie wird es dann einblenden. Enjoy the show and play the game. Bin ich, um ehrlich zu sein, schon ein bisschen unter Druck, aber ich kann das schon gut. An der Stelle, ich sage es immer wieder, nur unter Druck entstehen Diamanten. Also bitte, 20 Sekunden ab jetzt. Sehr gastfreundlich, coole Fragen, endlich mal wieder was mit Sport zu tun. Coole Moderatoren. Oh. Aber es war schon coole Fans. Yes. Wie viel waren es jetzt? Das war gar nicht. Du hast auch mitgezählt. 5 bis 6 waren es. Ich habe auch so 5 bis 6 Runden. Einer noch. Ja, wie viel machen 6 waren es. Mach mal 6, weißt du. Die Regie sagt 5. 5 waren es. Oder sag mal einen Bonuspunkt, weil es das erste Mal ist, oder? Weil wir waren es jetzt, so jetzt beide nicht sicher. Ich überlasse es dir, du kannst raufschreiben, was du möchtest. Ich würde sagen, wir waren es jetzt beide nicht sicher, weil es die erste Runde ist, machen wir 6 Begriffe. Aber dann bekommen wir Schimpf von der Regie. Ja, das müssen wir jetzt riskieren, leider. Schreib, was du zu schreiben hast. Das heißt, ich schreibe jetzt auch ein 1er, weil du diese Tabelle jetzt anführst. Und der Name wäre noch eine gute Idee. Ja.
Ich glaube, noch nie sind so schnell 20 Sekunden vergangen wie jetzt gerade. Also du hast das top gemacht. Wobei ich sagen muss, wie du gesagt hast, Top-Moderatoren, das war schon eher die Notlösung, oder? Nein, also sehr, 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 sehr cooles Format. Muss ich mir definitiv öfters anschauen mal. Sehr gut. Und auch diesen Spielstand, den wir hier nochmals haben, eingeklammert, die 6 Punkte. Auf der 1, wie fühlst du dich? Platz 1. Wie fühlst du dich? Wunderbare Frage. Ja, aber die kommen in den nächsten Wochen dann dazu. Ja. Glaubst du, hast du vorgelegt? Oder? 7. Nicht, dass wir uns jetzt noch verzählt haben. Nein, haben wir nicht. Wir haben zwar noch den Videobeweis. Mitgezählt. So, also. Wie viel waren es circa? Ich schaffe es nicht mehr bis 15. Das ist echt traurig. Aber wir werden es auch am nächsten Donnerstag wieder genau wie Schule. Notfalls Videobeweis, dann können wir das noch korrigieren. Ja, wie gesagt, der Bonuspunkt, den hast du bekommen, weil es das erste Mal war. Aber Kritik aus dem Chat. Beste Regie, die es gibt, hat er vergessen. Stimmt. Die habe ich noch nicht kennenlernen dürfen. Vielleicht hast du im Anschluss noch die Möglichkeit, sie kennenzulernen. Aber wir haben dich jedenfalls sehr gut kennengelernt in der abgelaufenen knappen Dreiviertelstunde. Hat großen Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja, auch auf jeden Fall. Laut dem Ranking. Bevor wir es beenden, auch. Hast du ein Gewinnspiel. Ja, ich bin ja noch nicht fertig. Das war schon so Abschiedsstimmung. Keine Abschiedsstimmung noch. Niemals den Abschied zu früh einleiten. Weil genau. Sonst, das hat Mr. Beast gesagt, sonst verlassen die Leute direkt. In dem Moment, wo man sagt, so Leute, jetzt ist es vorbei, dann sollte es schon in dem Moment. Stimmt. Ja, aber wir haben ja ein Gewinnspiel, da verlässt uns keiner vorzeitig. Ja, das ist gut, aber sobald das aus ist... Wir wollen ja schauen, wer fleißig dabei ist im Chat. Geschrieben ist ja ordentlich was worden. Dann schauen wir mal, was total dazu total cool, das Spiel kommt an. Es ist ein Wahnsinn. Wir müssten uns, glaube ich, noch mehr solch tolle Spiele überlegen. Wobei der Senf der Woche hat auch was gehabt, oder? Der war schon cool. Mario schreibt, Manuel, sympathischer Kerl, also auch so neue Fans dazu gewonnen hier. Der Community Rust schreibt, die Regie zählt eh richtig mit. Na, wenn der das sagt, dann wird sicherlich stimmen. Daniel, Gewinnspiel. Daniel aus Wien hat mir recht gegeben oder uns, hat auch gesagt, das waren 6 Wörter. Wir werden das im Nachhinein eruieren. Trotzdem steht fest, Platz 1 aktuell mit 6 Begriffen. Also dieses Spiel hat jetzt mehr Aufsehen erweckt, als ich mir gedacht habe. Nur weil wir nicht bis 6 oder 7 zählen können. Gewinnspiel übrigens schon beendet, glaube ich, habe ich im Hintergrund vernommen. Okay, schauen wir mal. Aber der Glückstopf, der wird natürlich noch eifrig gerührt. Ansonsten Haben einen Gewinner. Steht schon fest. Bitte, darfst du verkünden. Der Gewinner des heutigen Gewinnspiels ist Kevin Fröhlinger. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch und eine Bitte an dich, damit sowohl die 100 Euro Wettguthaben als auch das Goodiebag als auch der Ball bei dir zu Hause landen und das möglichst zeitnah. Schick uns einen Screenshot von deinem YouTube-Profil an sportshow@admiral.at. Da wird dann alles Weitere geklärt. Für alle anderen gibt es dann natürlich am nächsten Donnerstag wieder die Möglichkeit, ordentliche Preise abzustauben. Ja, und wir sagen danke, dass du heute da warst. Es war mega cool mit dir. Die spannenden Einblicke, wie es Backstage wirklich abläuft bei den Social Media Star. Und wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute für die Karriere und noch ein paar mehr Millionen Fans im Netz. Und irgendwann habe ich dich auf TikTok überholt. Ich bin am richtigen Weg. Ja. Manuel, vielen Dank für deinen Besuch. Wenn ich nochmal gesperrt werde. Ja, sag das nicht. Du schaffst auch mit deinen 46 Folgen. Ja, du hast 43, also das recht. Das ist überhaupt nicht wahr. Ja. Alles ist wahr, was in der Admiral-Sportshow erzählt wird. Nicht nur heute, sondern auch am nächsten Donnerstag wieder. 19 Uhr, vormerken, Glocke aktivieren. Jetzt noch einen schönen Donnerstagabend. Ciao.